Guten Tag, Freunde, und hinter mir habt ihr vielleicht schon mein Problem gehört, und zwar die Monster. Denn diese bereiten mir immer wieder Schwierigkeiten und ich bin auch vielleicht auch schon das ein oder andere Mal deswegen draufgegangen. Allerdings wird sich das heute ändern, denn heute bauen wir einen Mob-Switch. Aber dafür brauchen wir erstmal ein paar Materialien. Und ich weiß nicht mehr genau, wo wir einen Bambusdschungel hatten. Denn ich brauche diese Baublöcke da, mit denen man hoch und runter kann. Ich blende hier den Namen ein. Und das ist nur eine von ein paar Sachen. Ein paar Buildingblöcke, Dispenser, eine Rail, eine Dings. Also relativ billig tatsächlich. Das größte Problem wird, einen weiteren Stronghold zu finden. Dafür brauchen wir natürlich Enderaugen. Wir haben keine Enderaugen. Deswegen würde ich sagen, ab in den Nether und holen wir mal ein paar Blaze Rods und Enderperlen. Sollte ja jetzt, wo wir schon mal im Ende waren, viel besser gehen. So, im Optimalfall gehen wir jetzt auch nicht drauf. Die hat nicht mit dem Feuer getroffen, das ist ja insane. Nice, da haben wir unsere 8 Blaze Rods. Jetzt brauchen wir nur noch Enderperlen. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo ich die her hatte. Oh mein Gott, ich glaube, ich hatte die getradet. Wir gehen gerade mal ein bisschen erkunden und gucken, dass wir hier in der Nähe irgendwo einen Warped Forest finden. Weil traden wird jetzt nichts mehr. Der Villager ist schon seit ein paar Folgen tot. Aha, da ist es. Aber wo ist... Oh, da ist unser Advancement. Nice. Warte mal, ich kann doch auch einfach ins Ende gehen. Voll unnötig. Ja, komm, wir gehen ins Ende. Da finde ich schneller welche. Und Abfahrt rein da. Abfahrt. Nice, da haben wir unsere 16 Enderperlen. Und dann zurück in die Oberwelt. Obwohl, wir müssen das Endportal ja eigentlich gar nicht aktivieren. Also brauchen wir gar nicht so viele. Aber naja, sicher ist's. Sicher. Jetzt ist es an der Zeit, die Materialien zu sammeln. Und wir fangen an mit 10 Baublöcken. Also einfach nur Stone. Ja komm, weil es fancy ist, nehmen wir dafür extra noch eine Schalke. 10 Baublöcke. Ein Dispenser. Bogen, Redstone, Kobbel. Bogen, Redstone, Kobbel. Haben wir den Dispenser. Also eine Redstone-Fackel. Ein Lever. Eine Detector-Rail, eine normale Rail. Normale Rail. 2 Netherrack? Okay. Dann brauchen wir noch einen Trichter. 3 normale Minecarts. Ein Trichter-Minecart. Also brauchen wir 2 Trichter. Wir brauchen auf jeden Fall auch 19 Glas. Trichter-Minecart. Trichter. 2 Wassereimer. Dann 20 Obsidian. Das könnte noch ein bisschen dauern. So, das sind 5. Mal gucken, vielleicht finden wir ja hinten in der Höhle noch was. Wir machen mal eine kleine Runde mit dem Tunnelbohrer weiter. Lol. Nehme ich. Meine ersten Diamanten mit dem Tunnelbohrer. Geil. Einfach drüber gefahren. Ja, ich würde sagen, das war dann auch schon erfolgreich genug. Jo, wie weit das hier noch weitergeht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, perfekt. Hier ist der Checkpot. Da sind die 20 Obsidian. Und dann geht's mal wieder zurück. Dann haben wir das nächste Item abgehakt. 20 Obsidian. Dann brauchen wir 6 von diesen Kletterblöcken. Ja, wir brauchen nur noch 6 von diesen Kletterblöcken. Das heißt, ich check mal meine 3 Nether-Portale aus, die ich hier oben aufgestellt habe. Und mal gucken, bei einem davon war ein Dschungel in der Nähe. Oh, dafür ist ja auch Schnee. Yo. Digga, wie blau das Wasser hier aussieht in diesem Biom. Oh mein Gott, wie cool. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Right, genau. Hier ist nämlich kein Zombie mehr drin, weil wir ja kurz auf friedlich stellen mussten, um einen Creeper-Unfall zu vermeiden. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich einen Dschungel finde. Also fliege ich hier mal ein bisschen rum. Vielleicht ist ja hier irgendwo eine ganz in der Nähe. Das ist auf jeden Fall eine Savanne. Tja, das ist die kleinste Savanne, die ich je gesehen habe. Oh, der war ja direkt um die Ecke. Wieso ist hier noch kein Bambus? Hallo? Bambus? Bitte? Ja, ein Bambus.
Und damit ist die Materialliste komplett. Dann müssen wir uns jetzt noch um eine Sache kümmern, und zwar, dass wir trotzdem noch die zwei Zombies haben, die wir brauchen. Und das ist einmal für die Villager zum Zombifizieren. So, den einen nennen wir Like und der andere Abonnieren. Als unauffälliger Reminder an euch, dass ihr noch liken und abonnieren sollt. Der mit dem Abo ist wichtiger und kommt deshalb hier in die Farm. Und bitteschön abonnieren. Ja, da haben wir ihn. Like. Und dann können wir friedlich schlafen gehen. Alright, jetzt ist es also Zeit für den Bau. Und dafür brauchen wir allerdings noch einen geeigneten Platz. Und ihr könnt ja gerne mal Vermutungen anstellen, wo das sein wird. Und ich werde es dann gleich auflösen. Denn wir brauchen ein Stronghold dafür. Oh, Item, cool. Und ein Dia. Right, und dann würde ich sagen, ist mal Building Time. Nein, Digga, ich hatte alle drei Elytras dabei, Digga, alles ist dabei draufgegangen. Digga, ich will nicht mehr. Bro, wie soll ich da überhaupt hinkommen? Und da ist das Portal, Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder heulen soll. Oh mein Gott, das ist hier. Oh mein Gott, aua. Hier liegen schon XP rum. Sind die aus dem Portal rausgefallen oder was? Was ist übrig? Das Schwert, ne, Elytra. Da ist eine Menge in die Lava gefallen. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da hat aber auch eine Menge überlebt. Oh mein Gott, da hatte ich ja mal so eine kranke Menge Glück. Beide Spitzhacken noch da. Let's go. Raketen alle noch da. Okay. Ich brauche noch eine Enderperle. Verdammt. Wieder einen Warped Forest suchen. Ich habe so das Gefühl, ich komme gleich wieder zu Hause raus. Ja, bruh. Wow. Wow. Echt wow. Bro, es ist wie ausgestorben hier. Mein Warp Switch ist doch noch gar nicht an. Ja, tschüss, Digga. Was ist denn da drüben los? Ja, Enderperle. 127, perfekt. Oh, ziemlich nah da dran. Ich hoffe, das beeinflusst das nicht irgendwie. So, dann nehmen wir mal die anderen Koordinaten. Das wäre einmal 6922. Geteilt durch 8 sind das 865,25. 865. Und minus 2732 wären dann minus 342. So, in die gleiche Richtung gucken, also nach Süden. Und dann kann ich hier das Portal bauen, wenn ich das richtig sehe. Okay, ich muss das jetzt erstmal anmachen und hoffe, dass ich dadurch nichts kaputt mache. Und natürlich, dass es korrekt verlinkt ist. Trommelwirbel. Jupp, korrekt verlinkt. Schalke mitnehmen und wieder durch. Och, nö. Och, nö. Alright, ich bin zurück mit einer neuen Enderperle. Juhu. Und hier ist das Portal. Perfekt. Dann kann es ja endlich weitergehen. Hat ja nicht nur viel zu lange gedauert. Das sieht doch gut aus. Perfekt. Jetzt muss ich einfach nur noch ein paar Mobs sammeln. Bis da ein paar im Scaffolding hängen. Und ja, damit sehe ich euch gleich wieder. Alright, der Sound ist schon sehr interessant geworden.
Aber was jetzt noch interessanter ist, ist Frage, ob ich alles richtig gebaut habe. Diese ganzen Dudes werden, wenn ich es richtig gemacht habe, dafür sorgen, dass ich jetzt erstmal eine kleine Runde mine gehen kann, ohne gestört zu werden. Der Chunk Loader scheint noch zu funktionieren, das ist gut. Und wir gehen zurück in den Osten. Oder nee, warte mal, wir müssen noch in den Westen. Mal sehen, ob es funktioniert. Denn jetzt geht es mal ab in die Höhle. Oh mein Gott, ja, das sieht so gut aus. Keine Mobs in der Nähe. Juhu! Ich hab's geschafft, einen Chunk Loader zu bauen. Das war tatsächlich das allererste Mal, dass ich überhaupt so ein Teil gebaut habe. Also ich habe das in keiner anderen Welt vorher gebaut. Yes! Yes, 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 yes! Juhu! Zwei Stück, nice. Nicht nur zwei Stück, drei Stück! Vier Stück! Nein, Dias. Ein Dia hat Boom gemacht. Aber ich kriege ja trotzdem ein Dia raus. Hauptsache ist, ich merke das. Und kann... Oh mein Gott! Yeah! Die anderen Dias noch mit Fortune abbauen. Oh, das hat geschmeckt, Digga. Das. Nochmal zwei Dias. Oh, jetzt schallert's aber richtig rein. Oh, nochmal welche? Oh mein Gott, Digga. Was ist denn jetzt los? Ein Dia. Oh mein Gott, ja. Phew. Nice. Also Leute, ich würde sagen, das war eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Folge, auch wenn ich einmal gestorben bin. Aber darüber will ich nicht reden. Jetzt habe ich schon einen Stack Diamanten und fast einen Stack Gold. Das ist eine gute Grundlage, um in der nächsten Folge noch ein paar Diamanten zu sammeln und vielleicht auch schon die Rüstung zu upgraden. Bleibt auf jeden Fall dran, lasst ein Like und ein Abo da und dann schaut gerne nächste Woche wieder vorbei. Ciao!